Willkommen zu einer weiteren Folge von Crusaders of the Lost Idols. Anlass ist heute eine neue Funktion, die mit der Version 0.60 ins Spiel gekommen ist. Und zwar Missionen. Also natürlich, es gab vorher schon Missionen, so Daily Missions. Aber hier das Neue sind umfangreichere Missionen, beziehungsweise ich weiß noch gar nicht, ob sie umfangreicher sind, sondern es sieht eher so aus, ich schicke halt hier meine Crusaders irgendwo hin. Ich werde jetzt mit euch gleich mal die erste Mission starten. Also hier steht, dass sie so 10 Minuten dauern, zumindest die ersten beiden. Die anderen dauern dann schon deutlich länger. Und die Ankündigung oder die versprochen war, dass man eben neben den Boni, was ihr jetzt hier gerade seht, also okay, jeder Crusader bekommt einen Enhancement Point, Speed Boost, also ein Speed Boost, der vor allen Dingen eine Stunde dauert, das ist schon ziemlich genial, weil die anderen dauern ja immer nur, mal gucken, das sind glaube ich 5 Minuten, nee, 2,5 Minuten sogar nur, also 2,5 Minuten bis 15 Minuten. Und da ist natürlich schon erstaunlich, wenn ich hier dann jetzt einen Stundenboost bekomme und die dann mit 100% schneller ins Spiel kommen. So, hier sind auch wieder Enhancement Points, hier gibt es Geld, ich weiß gar nicht, eine Stunde, 20 Minuten. Okay, das ist dann der Goldbonus, der dann über länger als eine Stunde dauert. So, sogar 2 Stunden zusätzliches Gold. Aber ihr seht, die Missionen hier sind jetzt schon relativ lang, 2 Stunden 10, 4 Stunden 46 und 6 Stunden Juwelen. Also was jetzt hier noch nicht drin ist, weil es soll damit auch möglich sein, Crusader, die man für einzelne Events verpasst hat, noch nachträglich zu bekommen oder eventuell auch Ausrüstung. Also ich bin gespannt, wie das mit den Missionen weitergeht. Im Moment sind keine aktiv von maximal 21, die ich anscheinend starten kann, und 10 sind verfügbar. Also starten wir jetzt gleich mal mit diesem Buff. Und was hier jetzt neu ist, dass hier auch direkt mit den Icons angezeigt wird, ja, um wen handelt es sich jetzt hier und welche Informationen sind dazu da. Das heißt, hier nehme ich jetzt mal, also die Information war auch, dass die ich auf Reisen schicke, letztlich mir nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, an der Stelle werde ich den Kürbis mal hier behalten und werde einfach mal einen von denen hier wegschicken, weil letztlich ist es vollkommen egal. Also es scheint keinen großen Unterschied zu machen, es muss halt nur bestimmte Fähigkeiten erfüllt sein, damit die Chance größer wird. Und so, das wäre jetzt die erste Mission, die in knapp 10 Minuten zurückkommt. Ah, hier ist jetzt, glaube ich, gleich eine neue aufgetaucht. So, es bleiben also 10. Pro-Tipp, Crusaders on Missions. Crusaders that are on Missions cannot be put into the formation. You will have to make you without them until they get back. Okay, genau, also wen hatte ich jetzt weggeschickt? Einmal diesen Gronkh. Ich glaube, der Gronkh war irgendwie hier. Genau, on Mission. Also da steht's. Und deswegen ist er zumindest nicht verfügbar in der Hinsicht, dass ich ihn reinziehen kann. Aber natürlich steht er trotzdem hier. Zur Auswahl. Okay, also das heißt, ich kann... Ah, okay, das 21 heißt, dass 2 von 21 jetzt auf Mission sind. Das heißt, ich kann maximal 21 wahrscheinlich gleichzeitig wegschicken. Aber dann machen wir gleich mal noch die nächsten hier. Das heißt, die Enhancement Points. Ne, dann machen wir den Adrenalin-Buff gleich mal noch dazu. Weil es geht mir nämlich auch darum, es war so ein bisschen die Ankündigung, hier ist nochmal so ein Kurzevent, Mission Madness, das noch über 2 Tage läuft, wo mehr Crusader gebufft werden. Und dass man vielleicht damit es schafft, die bis Level 600 mal durchzumarschieren, weil dann kann man noch weitere Fähigkeiten freischalten. Aber alles Stück für Stück. Jetzt erstmal noch hier, okay, wir brauchen 2 mit DPS und eine Human. Und mal schauen, wer sich da eignet. Ich glaube, Wendy the Witch habe ich eh, verwende ich jetzt nicht so oft. Und dann brauche ich noch einen Kämpfer, dann haben wir 100% und einen Adrenalin-Buff für 2 Stunden. Also starten Mission. Das ist natürlich hilfreich, wenn man jetzt schon die ganzen zusätzlichen dabei hat, die
Okay, jetzt sind hier, also die in den einzelnen Events freigeschaltet wurden. Da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber jetzt erstmal hier, warum ist es mir so wichtig, jetzt meine Kampfstärke zu verbessern? Das liegt ganz einfach daran, dass hier inzwischen auch ein Tier 3 freigeschaltet wurde und noch ein paar andere Features in Tier 2. Und ja, hierfür muss ich halt mindestens an irgendeinem Level muss ich einmal Area 600 erreicht haben, damit ich dann überhaupt diese hier freischalten kann. Und das ist der eine Grund, einfach dort die Idols benutzen zu können. Weil, das hier ist nämlich hier eine interessante Fähigkeit. Das heißt, für jeweils 100 Level bekomme ich dann nochmal 2 dazu. Den hier habe ich schon maximiert. Das heißt, statt ein Idol für 500 Level bekomme ich jetzt einen für 250. Also letztlich doppelt so viele. Und die Unlocks für die Tiers, das zeige ich euch gleich mal noch hier oben. Also ich werde jetzt zwar nicht wechseln, aber ihr seht hier zum Beispiel, habe ich jetzt auch schon Tier 2 erfolgreich abgeschlossen, wo es dann nochmal ein paar Rubis gibt. Und eben mit Level 600 ist dann die Möglichkeit, hier auch Tier 3 freizuschalten, wo es dann nochmal Belohnung geben kann. Wobei das natürlich hier noch eine ganze Menge Level sind, die ich noch nicht weiter freigeschaltet habe, beziehungsweise noch nicht einmal abgeschlossen habe. Hier sind natürlich überall schon die Zweier, das heißt, mit den ersten dreien war ich eigentlich soweit durch. Hier haben mir noch so hier unten ein paar Level gefehlt und das andere waren ja jetzt neue Missionskomplexe. Ready Player 2 und so weiter war jetzt das letzte, was hier als sozusagen Missions dazugekommen ist. Hier oben seht ihr aktuell noch ein Event, Song of Thrones, wo ich jetzt aktuell dabei bin, bei den Free-to-Plays zu machen. Die einzelnen Achievements habe ich schon soweit abgeschlossen. Das seht ihr dann hier. Also hier sind ja die 6 Achievements, die man in einem Event bekommen kann, schon soweit vollständig. Das sind die beiden neuen Crusader, die damit freigeschaltet wurden. Und inzwischen hat sich das natürlich ziemlich gemehrt. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, ich glaube, da war gerade das Frosty-Event. Das heißt, hier, das waren die Witch und der Jack, den hatten wir schon, dann Robo-Turkey und Mama Kane. Dann hier kam der Robo-Santa, der auch sehr gut mit den Geldboni ist, Rekrut Frosty. So, die ist ziemlich gut, wenn man die mit dem Lone Wolf kombinieren kann, oder beziehungsweise halt nur zwei hat, weil die nochmal einen stärkeren Bonus gibt als der Lumberjack. Und die Siri Queen war da hier dabei. Dann hier, den wir gerade weggeschickt haben, den Gorlock und mit dem Elfen. Mal schauen, genau, hier kamen dann jetzt die neuen Erweiterungen eben für diese Talente, dass der Talentbaum deutlich erweitert wurde, was ich gerade gezeigt habe. Dann hier waren Sally und ein Rockstar. Oh, da oben geht es gerade heiß her. Zack. So, Level 270. Das ist übrigens auch hier eine Erweiterung. Das heißt, man konnte jetzt endlich abschalten, dass man die Silver Chests eben nicht immer mit diesem Zwischendialog bekommt, sondern dass man da einfach oben nur einen Hinweis bekommt, dass da eben die Silver Chest ist. Das hat bisher immer schon funktioniert, wenn man gerade einen Dialog offen hatte. Aber jetzt ist es natürlich noch praktischer, wenn man das einfach diesen Zwischenstream wegschalten kann. Genau, dann waren hier Leprechaun, der jetzt auch, den ich normalerweise verwende, statt diesem hier einfach für die Geldboni. Aber zum einen gibt es hier kein Sechserfeld, das heißt, ich kann ihn nicht mit 6 Leuten umgeben lassen, wo er den meisten Bonus hat. Und deswegen verwende ich den jetzt hier nicht. Außerdem ist er eben hier wiederum Verdopplung des Effektes mit der Goldsammlung, deswegen bin ich jetzt irgendwo 1,6, ich glaube es sind 16 Millionen, mal so, weil hier habe ich eben auch, das ist auch eine Neuerung seit dem letzten Video, dass man hier die Scientific Net Notation, genau 16 Millionen, generell einschalten kann. Also es ist einfach viel angenehmer zu vergleichen, wenn ich hier zum Beispiel nachgucken möchte, okay, bringt mir jetzt so eine Schatzkiste, jetzt habe ich hoch 98, bringt die mir etwas, wenn ich hier den Emo zum Beispiel aufleveln will. Das heißt aktuell ja, weil 97 zu eben 98, da habe ich dann doch mit einer Kiste noch die Chance, ein paar Level zu bekommen.
Weil später ist es dann durchaus immer so, also wenn ich mein Ende erreiche, an dem ich sinnvollerweise ja, weiter marschieren kann und stark genug bin, um die Level zu schaffen. Ja, da reicht dann teilweise so eine Kiste überhaupt nicht mehr, um überhaupt ein komplettes Level zu erreichen, trotz der ganzen Boni. Also hier auch wieder, der hier ist jetzt wieder auf 20 angehoben. Das heißt, ich kriege eigentlich das 200% Aufschlag auf das Gold, was ich aus so einer Truhe bekomme, aus so einer Chest. So, mal gucken, wie weit jetzt unsere Missionen sind. 9 Missionen sind verfügbar und wo wird eigentlich... Ah, hier unten. Okay, wir sind in 2 Minuten fertig und die ist in 7 Minuten, in 9 Minuten fertig. Bin ich echt gespannt, wie weit der Buff dann funktioniert. Und wahrscheinlich, dass ich ihn manuell aktivieren kann. So, zuletzt war ich jetzt nochmal hier hinten. Ich glaube, da war ich auch fast dann durch. Ah ne, es waren noch mehr Events. Genau, ich war gerade hier bei Leprechaun. Dann gab es natürlich den Bunny und den Archangel. Ah ja, für den Archangel hatte ich ja das eine Video gemacht, wo er so overpowered war. Deswegen ist er leider ziemlich gedebufft worden. Also, dass er so weit runtergenommen wurde, fand ich dann doch ein bisschen schade. Ja, dann kam Batman dazu und die Metall-Solidarette. Und genau hier Robbie Raken und dieser Baumbrut. Und jetzt bin ich aktuell beim gegenwärtigen Event, wo Lerion und der Brogon als Drachen hinzugekommen ist. Wie gesagt, das ist das gegenwärtige Event. Das läuft noch etwas über 3 Tage, wo also noch ein bisschen Zeit ist, mit dem Free-to-Play auf jeden Fall noch ein paar Kisten zu bekommen und vielleicht die Ausrüstung von denen noch zu verbessern. Zum Glück haben sie aber aktuell jetzt schon alle 3 Slots belegt, was ja auch nochmal ein gewisser Boni ist. So, dann gilt es jetzt noch, die erste Mission nachzuschauen und gucken, ob irgendwas Spektakuläres noch passiert oder ob es tatsächlich einfach nur ist, okay, sind wieder da, hat geklappt und fertig. So, active, complete, ready to complete. Okay, das heißt, ich kann auf jeden Fall auch selber entscheiden, wann ich dann den Buff einsetze. Und also im Moment schlage ich mich gerade mit denen dorthin. Ah, okay, da oben wird es angezeigt. You have one mission ready to complete. Complete now, complete later. Okay, noch nicht jetzt. Ich will erst nochmal aktualisieren. Okay, es sind noch 10 Level, bis hier wieder der Schadensbonus auftritt. Also bis ich wieder den nächsten Vierfachmultiplikator aktiviert bekomme. Und im Moment denke ich, also mal schauen, wie weit es ist. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich jetzt von 472 bis 600 so ohne weiteres durchkomme. Vor allem nützt es mir im Moment relativ wenig, das zu beschleunigen. Da ist auf jeden Fall die Überlegung dann eben, weswegen ich auch den Kürbis jetzt nicht weggeschickt habe, dass ich hier tatsächlich umstelle auf Jack-O-Lantern, damit der dann das Ganze akquiriert. Wobei es an der Stelle eigentlich nicht ganz passt, weil das ist keine gute Formation, um ja, mit Jack-O-Lantern da durchzulaufen. Da sind andere Stationen, also zeige ich euch mal. Also der hier ist ganz gut, um einfach zu idlen. Ghostbraids, genau. Also, aber der hat eben auch 3 Stellen vorne. Hier ist eigentlich die besten, so Grimms Idle Tails. Die sind ganz praktisch, weil hier kann man halt dann genau den Kürbis nach vorne setzen. Hier die beiden, also den Heiler und den Adler, der ja dann auch nochmal eine Schadensreduktion hat. Das heißt, ich werde versuchen, mit denen hier letztlich eben jetzt den Pfad nach vorne zu machen. Und dann kann ich hier nämlich den Werwolf hinsetzen, mache hier die Dame mit dem Bonus rein. Wobei jetzt aktuell Lumberjack einen besseren Bonus hat, aber das kann ich mir dann nochmal ein bisschen zusammen ausprobieren. Genauso wie den Truthahn zum Beispiel, der natürlich hier dann auch ganz praktisch reinpasst. Weil der lässt sich dann natürlich hier dazwischen setzen und hat dann zumindest nur Kontakt zu den Vieren, womit relativ sichergestellt ist, dass der immer wieder den Frosty, den Werwolf sozusagen bufft.
Und ja, deswegen werde ich das jetzt, das eine Teil mal noch aufheben. Und jetzt ist auch die zweite Mission, Complete Later. Nee, die hat noch 4 Minuten. Okay, dann werde ich jetzt mit euch gleich mal den Wechsel machen und mal schauen, inwieweit die Missionen sozusagen erhalten bleiben, während ich dort in ein anderes Level wechsle. So, ich bin jetzt hier bei 59.475, das heißt, es fehlen mir gerade mal 25 Level, um noch zumindest einen Idol dazu zu bekommen. Und das ist damit dann auch erledigt. Und dann mache ich jetzt erstmal den Reset und suche mir auf jeden Fall ein sozusagen besseres Level aus. Press the shiny button, mit dem ich auf jeden Fall die Fähigkeiten hoffentlich besser ausnutzen kann. Aber das werde ich dann gleich sehen, wie schnell ich in die höheren Level komme. So eine Silver Chest dazugekommen. Und wie gesagt, ich fange dann jetzt die Grimm's Tales an als Free-to-Play, einfach um dort möglichst hoch in die Level zu kommen. So, genau, ein weiteres Reset. Hier seht ihr auch das, was sich verändert hat. Normalerweise bleiben die dann in der Größe, aber wenn man sie jetzt minimiert, nehmen die etwas weniger Platz an der Stelle ein. Man kann sie weiterhin aufrufen, aber sie stören nicht mehr in dem Umfang. So, dann jetzt gleich mal den Werwolf reinholen und die Rubis ausgeben. Das mache ich jetzt vor allen Dingen, das Timorama wieder sozusagen auszubauen, damit zum Beispiel so wie Gold und die Schadensbuffs und so weiter länger laufen. Das heißt, sie laufen jetzt schon mehr als also 55% der Zeit länger. Mal gucken, das müsste hier, genau, also statt 30 Sekunden läuft es jetzt 46 Sekunden. Und wie sieht es mit den Missionen aus? Complete Later. Okay, die Missionen stehen bereit. Dann, na gut, da muss ich jetzt eigentlich eh nicht allzu viel für machen, sondern kann tatsächlich einfach direkt den Buff aktivieren. Complete now. Okay, Reward. Increase Monster. Complete. Success. Done. Okay, damit wäre sozusagen der Teil abgeschlossen. Zwei Crusader sind noch unterwegs. Wobei stand er jetzt von 2 oder 4, weil eigentlich hatte ich ja 4 auf den Weg geschickt. Muss ich gleich nochmal gucken, wenn ich die nächste Mission losschicke. So, zusammen. Genau, ihn hatte ich nämlich dort. Jetzt natürlich hier wieder, dass ich das ein bisschen anders mache als sonst. Und zwar, dass ich das mit Lumberjack zusammen, dass ich ihn mit Lumberjack zusammenbringe. Einfach, weil der aktuell die stärkeren Boni hat und ihn deutlich, deutlich stärker hochzieht. So, hier nehme ich jetzt auch Jack-O-Lantern rein, weil es letztlich die Gold-Buffs im Moment gar nicht so relevant sind, weil ich ja eh ziemlich schnell Tangential Adventure Complete Mission. Ah, es gibt neue Achievements auch für die Mission. Muss man jetzt, will ich gerade nochmal durchschauen, wo die hier drin sind. Also, dann müsste ja hier jetzt irgendwo, genau, das sind die klassischen Monster- und Boss-Kill, die jetzt bei mir sozusagen noch offen sind. Auch die Resets, da bin ich jetzt aktuell. Den 150er habe ich schon vollständig, die 223 sind dann die nächsten. Das sind, genau, ich war jetzt gerade bis 273 vom Level her. 500 ist dann hier die nächste Boni und jetzt habe ich noch eine Complete. Wobei den halte ich mir jetzt tatsächlich noch auf. Weil der Adrenalin-Buff natürlich, wenn ich die Crusader-Schaden nochmal verdopple, sollte ich erst machen, wenn ich tatsächlich zum Limit komme. Das heißt, jetzt erstmal den Geschwindigkeitsbonus, der jetzt noch über eine Stunde besteht, laufen lassen und hoffen, dass ich schnell genug nach oben komme, dass der sich noch mit dem anderen direkt kombinieren lässt. Okay, anscheinend
bin mir sicher, ob die vorher schon angezeigt wurden, aber jetzt gilt es dann das nächste, ja, also 10 Missionen, da gibt es dann die nächsten Boni, also das sind jetzt einfach hier die neuen, auch bezogen auf die Missionen. So, complete later, okay, das sind jetzt alles nur Enhancement Points und Goldboni. Die Goldboni, da kann ich mir natürlich auch gleich mal noch einholen, aber es dauert 1 Stunde 43. Mal schauen, wenn ich die jetzt aktuell sowieso nicht verwende, die Solidarette hatte auch schon. Okay, das heißt, da müsste ich eigentlich sogar nur einen wegschicken. Da brauche ich gar nicht mehr wegzuschicken. Und habe dann trotzdem schon 100% Chance. Aber, okay, das reicht nicht, weil er will auf jeden Fall noch einen zweiten haben. Aber ich muss dann letztlich nichts mehr erfüllen. Das heißt, ich kann irgendjemanden mitschicken, zum Beispiel die hier, oder den Gorlok wieder. Nehmen wir mal die da mit und machen und schicken die dann auf den Weg. So, und dann läuft die Zeit runter. Also wie diese krummen Zahlen zustande kommen, bin ich auch mal noch gespannt, ob es da noch irgendwelche besonderen gibt. Genau, also jetzt sind 4 von 21 auf Mission. Okay. Das heißt, maximal 21. Es war eigentlich die Frage, wie viele Crusader überhaupt da sind. 8 werden auf einer Linie angezeigt. 16. 24. Also ich habe deutlich mehr als die 21, aber 21 ist aus irgendeinem Grund die Beschränkung. Mal gucken, ob sich das später noch erweitern lässt. Beziehungsweise es waren vor allen Dingen immer 2. Okay, hier sind es 5 Crusader, die auf den Weg gebracht werden müssen. Gut, es geht ja natürlich auch um Rubis, die müssen immer etwas teurer verkauft werden. Hier sind es dann 3. Supernatural und Event. Okay, also es muss ein Event-Charakter sein, was ja jetzt kein Problem ist, habe ich ja einige. Und Supernatural heißt irgendwelche besonderen Tiere oder halt irgendwelche mit besonderen Fähigkeiten. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, inwieweit diese Icons natürlich auch nach und nach ins Spiel irgendwie Einzug halten, weil es gibt ja viele Missionen und einzelne Buffs, die sich auf bestimmte Personen oder Gruppen beziehen. Zum Beispiel eben der neue, also der neue hier vom Event, der Leo Lerion, der hat nämlich auch so bestimmte Buffs, die, gucken, ich glaube, das, na, das sind noch andere, also die Buffs werden verstärkt, je nachdem, ob Frauen und oder Royal, also irgendwelche Kings, Könige, Königinnen und so weiter aktiv sind. Und damit wird das mit den Boni auf jeden Fall immer komplexer, weil natürlich die einzelnen Figuren und einzelnen Charakter ganz unterschiedliche Zuordnungen haben, die aber so ohne weiteres nicht auslesbar sind, weil keine Ahnung, welches Geschlecht jetzt Jack O'Lantern sozusagen so ohne weiteres hat. Das sieht man denen nicht unbedingt immer an. Zum Beispiel auch hier, Sascha ist glaube ich auch weiblich, erstaunlicherweise. Und all solche Kleinigkeiten. Also ich bin gespannt, wie gesagt, es ist eine neue Funktion. Okay, im Moment nervt das ein bisschen, das müsst ihr nicht jedes Mal fragen, wenn man das neu aufruft, sondern einfach nur nochmal nachgucken will. So, hier habe ich jetzt noch noch ein Tier zum Wegschicken, magisch und Mail, genau. Genau, und ihr seht schon, dass auf jeden Fall der Sascha hier nämlich nicht auftaucht, weil der eben kein Mail ist. Okay, da kann ich relativ einfach, kann ich einfach den Boom wegschicken und dann brauche ich jetzt, okay, da bräuchte ich jetzt aber ein magisches Tier. Mal gucken, ob ich davon eins habe. Ansonsten muss es anders kombiniert werden, damit natürlich möglichst eine maximale Chance gegeben ist, auch ja, einfach das Ganze auf 100% zu bringen. Okay, den Löwen will ich auf jeden Fall behalten, aber ich glaube, den brauche ich nicht unbedingt. Den brauche ich auf jeden Fall auch nicht. So,
So, den Zander will ich auf jeden Fall behalten, na, den sowieso. Okay, es gibt leider nicht sehr viele, die das Grüne erfüllen. Also magisch gibt es zu wenige. Aber gut, da ich den, das Leprechaun, na gut, es sind eh bloß 10 Minuten, da kann ich den eigentlich wegschicken. Weil im Moment werde ich ja eh bei dem anderen bleiben, weil der einen höheren Bonus hat. Das werde ich nachher dann vergleichen. So, das heißt, each Crusader sent on this mission will receive these Enhancement Points. Okay. Das ist eigentlich eher interessant, zum Achievement neue Missionen auszuwählen, weil eigentlich die beiden gar nicht so einen großen Vorteil davon haben, wenn sie nicht eingesetzt werden. Aber die Enhancement Points werden ja auch geshared zwischen den einzelnen anderen Crusadern, womit es dann auch wieder zumindest zum Teil hilft. Genau, hier muss ich jetzt mal switchen auf den Detective Kane. Sehr praktisch ist es auch, dass es neben den Maximierung der Level jetzt auch einen automatischen Aufkauf von allen ja, Fähigkeiten gibt, weil es war auch immer ziemlich umständlich, das immer wieder einzusammeln, beziehungsweise alles einzeln abzuklicken. So, die Prinzessin nehme ich jetzt mal noch rein, dann Jason, weil der hat einen 100% Goldbonus. Und natürlich Artaxas für den Schadensboni schon mal für den Werwolf. So, das sind die beiden, die dann natürlich hier für den Schutz zuständig sind. Ja, soweit für heute und viel Spaß beim selber ausprobieren und ich bin sehr gespannt, inwieweit die Missionen tatsächlich ermöglichen, auch Ausrüstung für die Event-Charakter dann ja, zu bekommen, beziehungsweise eben die Event-Charakter, soweit man sie noch nicht freigespielt hatte während eines Events, dass man sie nachträglich noch bekommen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!